So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Yay. Ja, ist schade, wenn Skylet nicht mitmacht, aber ja. So, okay, dann mach ich mal einen Raum auf. Shadow kommt auf jeden Fall dann noch in der halben Stunde. Shadow kommt noch, ich glaube Karotten-Let's Play vielleicht auch, wer weiß. Okay, ich frag mal Hunter. Oh, Hunter, den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Vielleicht Raphael, wer weiß. Ach komm, ich glaube, ich spiele sogar auf dem PC, sonst habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf der Switch. Ja, das kann ich verstehen. Ich habe heute mal 3D All-Stars wieder gespielt und ich habe mich gefragt, was habe ich früher an diesen drei Spielen so geliebt? Irgendwie hat es mir gar keinen Spaß mehr gemacht. Aber keine Ahnung. Das mit dem... Ja, also ich habe mir irgendwie die Zeiten, wo Stone Sheep noch mitgemacht hat. Oh, Stone, ja, Stone Sheep. Der immer mit seinen Hörnern, ne? Ja, stimmt. Oder als Polizist, wegen dem Polizisten-Ding. Polizistenmütze mit diesem Stein. Ah ja, Stone. Ich möchte Code heben. Junge, chill mal. Ungeduldig bin. Ich spiele in der Zeit mal Public, solange er das noch braucht. Auf dieser Riedeck nur zu sechs. Da bin ich. Ich bin im Stream. Hä? Wieso bist du im Stream? Ja, ich bin im Stream. Seid ihr im Stream? Habt ihr im Chat geschrieben? Ich bin im Stream, ich bin ein Pokémon. Zu dem Pokémon bist du? Ich hab Flügel. Ah, ein... Ich bin in einem Leoping Jason am besten mal. Ich check grad nichts mehr. Jason! Jason hat auch schon lange nicht mehr mitgespielt, muss ich sagen. So, okay. Oh, oh, er schreibt. Ah, okay, dann muss ich ja gar nicht mehr in die Public-Runde. Es ist irgendein April-Scherz, obwohl es nicht mal der 1. April ist. Ja, das ist ein April-Scherz, Leute. Nicht den Code eingeben. Es ist ein Virus. Das von dir gesuchte Spiel konnte nicht gefunden werden. Nicht schon wieder. Horst, du hast, glaube ich, vielleicht den falschen Code eingegeben. Ich muss ein Kleinbild machen, damit ich... Nee, ich hatte auf Nordamerika, deswegen. Achso, ich hab sogar eine Brille auf. Please, 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 bitte reinkommen. Hört man den Stream? Ja! Large Blend ist drin, yay! Also, was hört man nicht? Hört man den Stream nicht? Ich glaube, man hört den Stream. Okay, dann. Ist Skylet eigentlich gerade im... Ist Skylet gerade im Stream-Chat? Bitte. Reinkommen. Warum habe ich den Roboter-Skin nicht mehr? Roxen? Ich habe ihn aber immer noch an. Ich habe ihn. Hallo? Ich habe ihn noch zur Verfügung und noch an. Ich habe gar keinen Roboter-Anzug. Ich auch nicht. Was ist das? Schwarzbild. Ich habe ihn noch an. Ich habe das Game ausgetrickst. Muss man den jetzt kaufen? Ja. Ja, Euro. Das wird. Oh Junge, das ist ja jetzt 60 FPS, Alter, ist das krass. Ja, wie geil. Also das ist endlich mal, weil ich habe mich immer gefragt, warum ist das auf der Switch so flüssig, aber auf dem PC nicht? Endlich haben die da mal was gemacht. Ja, bitte. 4 Euro mit dem, wenn du den, ja, auf der Switch. Wenn du den Skin... Deshalb passt den. Achso. Ja, auf der Switch kriegt man den kostenlos. For some reason. Weird. Ist eigentlich, Solba, ist jetzt dein Server eigentlich fertig oder noch nicht? Fast. Okay. Ey, keine Werbung machen! Spaß. Die Haare machen keinen Sinn. Ich hab nicht den Namen gesagt, ja. Wo wachsen die Haare? Meine Haare. Lass meine Haare in Ruhe. Nein! Wurden alle gedisconnected? Nee, nur du. Leo, der Hammerbruder, fliegt aus dem Spiel. Ich spiele auf der Switch. Ja, ich habe
jetzt das Pack gekauft. Ich müsste jetzt auch den Skin haben. Ich habe keinen Skin. Ach Mann, dauert das lang. Oh mein Gott, ich hasse Steam so sehr. Ich will einfach nur diesen blöden. Ich habe nur 4 Euro gezahlt, das war's. Leute, erstmal kommen die Haare bei mir raus. Ich will keine Tutorials haben. Ich will einfach nur aus diesem Menü raus. Wie geht das? Ist es 4 Euro pro Skin oder 4 Euro insgesamt als Pack? Es ist ein Pack. Ein ganzes Pack, glaube ich. Aber ich komme irgendwie gerade. Da ich am Morgen. Oh, weia, wie sieht das aus? Ich komme nicht mehr aus diesem. Achso, hier. Bei ja, super, wow, jetzt wurde ich rausgekickt. Mein Gott, wie ich Steam hasse. Ich benutze das so 5-mal im Monat, deswegen käme ich mit Steam aus. Was nehmen wir denn? Ich könnte auch mal wieder Stone Sheep sein. Lol. Ich bin mal ganz kurz weg, ich bin gleich wieder da. Ja, ist halt blöd, dass ich mich nicht anmelden kann, aber ja. Gut so. Wer fehlt noch? Ja, ich weiß gar nicht, wie tue ich mich denn jetzt? Ich bin jetzt. Ich glaube, das geht ja gar nicht, oder? Alter, diese Haare, Junge, was sind das für Haare? Das sind die von Ellie. Das sind schöne Haare. Das sind schöne. Sieht aus wie so richtig 2011 Style. Schau mir an, Julio. Ich bin ein Was ist das? Ich kaufe einfach gleich jedes Bundle, Alter. Ich kaufe einfach jedes Bundle. Ich hab kostenlos. Leute, seid ihr auch ein wunderschönes Einhorn? Einhorn-Robo. Boah, aber ich sehe 60 FPS, ich habe mich direkt in die verliebt. Kann ich auch mal als Wenn man als Roboter Augen braucht, dann sieht man die fast nicht. Okay, ich sollte es jetzt eigentlich auch haben, oder? Ich starte mal kurz spielen. XFT Game. Was nehmen wir denn? Ich nehme wieder meine Brille. Perfekt. Boah, Alter, jetzt gibt's einfach so einen Hut mit so Ohrschü. Oh, Sion ist verfügbar. Oh nein, stimmt. Ich wollte gerade Sion sein. Sion sein. Ah ja. Ich wollte gerade Sion sein. Oh, Junge, ich hab einen Bart wachsen lassen. Ja, das ist jetzt bei mir auch. Ich werde gesteuert. Julio, ich werde gesteuert. Hallo? Mir wächst eine Antenne aus dem Kopf. Hilfe. Julio, ich weiß, dass du was Illegales getan hast. Was? Hä? Du hast gestern was ganz schön Illegales getan. Nee, okay, muss ich viel, Alter, das ist ja so ein Junge. Hallo, Okay. Ja. Auch gesagt. Also, Neonuk, schauen wir uns das mal rein in den Streams. Das nicht ja, nicht sagen, Leute. Nicht sagen. Streamfreundlich sein. Ich versuch's zu retten. Julio hat etwas Interessantes in Gartic Phone gemacht. Fertig. Junge, hört auf! So, okay. So. Wer fehlt jetzt eigentlich noch? Sind wir schon vollzählig oder fehlt jemand? Oh Mann. Aber der Raffi kommt dazu. Was, Raffi? Hi, Raphael! Hi! Hallo! Lang nicht gesehen. Und gehört oder eher kein. Ach, wie schön ist das mal wieder mit dir. Oh, jetzt kann ich wieder Raffael mobben. Ja, genau. ich move ihn rein, warte mal. Genau. Ruft jemand Toro. Hallo Toro. Habt ihr einen Randling gehört? Ja, glaub schon. Julian. Ja, ja, das ist noch der Gute im Chat. Auch nur nicht 4 Euro, sondern nur 1,50. Hä, was? Welches Pack? Das ist Skin Pack. Jetzt kann ich jetzt nicht mehr sehen, weil ich hab's schon gekauft. Das kostet das Spiel. Achso. Nur 1,50 gekostet wurde. Also ich guck mal nach. Aber ich finde das Pack von Airship ist schon echt cool. Das ist cool. Ich finde die Sachen, die da im Bundle drin sind schon echt nice. Ja. Oh, ein Mini-Hut einfach. Das ist der von diesem komischen Typen mit dem fetten Kopf. Na, einer Toro. Ah, ja, ich weiß nicht. Oh, ich geh mal schlafen. Okay. Nein, du bleibst hier. Das ist kein Schlaf, das ist. Oh, Raphael will mich hier haben. Er mag mich trotzdem noch, obwohl ich ihn mobbe. Ich weiß, welcher Hut das ist. Das ist dieser Zauberhut, den Henry benutzt einmal.
Ich glaube auf der neuen Map, ich glaube, wir sollten. Ich weiß, dass ihn benutzt hat, aber ich weiß nicht, wann ihn benutzt. Wenn, weil wir nur 8 Leute. Da, wo er in diesen, war da, wo er den Bean down wollte. Weil wir nur 8 Leute sind, glaube ich, Kill Cooldown ein bisschen höher, oder? Ja. Slimefish. Slimefish ist ein random Name, glaube ich. Ja, wie mein Name. Ich heiße ja jetzt Large Print. Ja, aber wir können ja so machen, dass diejenigen, die einen random Namen haben, die, dass sie sich auch auf Discord umbenehmen, weil sonst kommt das zu Verwirrung. Genau so habe ich es ja gemacht. Man kann doch den ganz einfach ändern, oder ist das so schwer bei euch? Ja, die sind zu faul, einen Account zu machen, das geht bei ihnen nicht. Entweder oder. Ja, oder ihr könnt sagen, wer ihr seid einfach. Oder da. Hallo, ich habe meine Haare. Der neue Font. Slimefisch ist Toro. Gefällt mir überhaupt nicht. Leute, beim Chat, wenn sie es Response nimmt und dann auf More geht's, dann gibt's Yeet. Ja, ich weiß. Ja. Okay. Okay, so, dann starten wir, Leute. Yeet. Es gibt einen Käsehut, den wir haben. Oh! Käsehut. Hut aus Käse. Und ich habe meine Shortcuts nicht an. Yeah. Ich frag mich ja immer noch, was passiert ist, aber okay. Oh, mit Felix Imposter. Krass. Und ich bin gemutet. Gott sei Dank, das wär's jetzt gewesen. Kill Cooldown bei 10, 5, 4, 3, 2, 1. Aha. Wo sind denn meine Tasks? Was kann ich denn jetzt genau sabotieren? Ich check das nicht so ganz. Diese Map ist so ein bisschen seltsam, aber ich versuche mein Bestes als Imposter. Ha. Und Wenton. Tschüss, Neonuke. War schön mit dir. Ich will auch Raphael gerne killen. Ach, da ist er ja. Wenn man schon von ihm spricht, taucht er auch auf. Ich bin dafür, dass wir Raphael ärgern. Ja, moin, ey. Ach, schade. Wer war das? Recall? Records, also dieser große runde Raum. Dieser große runde Raum. Auf der rechten, also relativ rechts, Records. Records. Ah, da. Ich habe jetzt nur eine Task geschafft, weil ich mich mit dieser Map 0 auskenne. Okay, warte mal, dann habe ich. Ich kenne mich dann nicht aus. Dann habe ich schon mal. Achso, nee, dann habe ich doch keine Verdächtigung. Okay, also ich kann nur sagen, dass ich hier oben war, im Meeting Room. Dann bin ich zu den Rubin gegangen. Sonst habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Ja. Also ich und Julia waren am Anfang bei Records. Also ich habe keine Ahnung, welcher Raum das ist. Ich bin in Cargo. Das ist Cargo gespawnt, dann bin ich zu Electrical gegangen, dann runter zu Fiung-Ding oder wie das heißt, da wo man diesen Internet, wo man das so verschieben muss, draußen. Dann bin ich hochgegangen durch die Main Hall, durch die Duschen und oben bei Records lag das Ding dann. Also ich weiß nur, dass ich in der Nähe von Raphael war, mehr nicht. Ich habe Neonuke sogar erst irgendwo mal. Ich habe Neonuke auch in der Nähe von Meeting Room mal gesehen, noch lebend. Das kann ich noch sagen. Das war vor 10 bis 25 Sekunden her, weiß ich jetzt nicht. Ja, der Kill musste eigentlich nicht so lange her. Ja, weil ich habe Neonuke erst gesehen. Genau, weil ich bin auch beim vorbeigerannt. Ich habe ihn gesehen bei. Warte, wo war das der Raum? Bei den ersten Raum, Moment. Also ein paar Leute habe ich gefunden, ich habe gesehen, Raphael. Wo die Platte ist. Ich habe Raphael gesehen, dann, ich glaube, Toro ist Slimefish. Und dann habe ich noch Powerstar gesehen auf meinem Weg. Ich bin in der Küche gespawnt, habe meine Waffen sortiert und dann bin ich nach Elektrik gelaufen. Boah, jetzt hat er Waffen sortiert. Ich bin der ja, für den Imposter. Oh, dann müsstest du dich selber erschießen, wenn du der Imposter bist. Ja, habe ich aber nicht. Oder bist du der Imposter? Wo seid ihr alle mal ungefähr? Beim Rubin, das ist, ich höre nicht, wo bist du? Ah, der Rubin, ich weiß, wo der ist, das ist im Tresorraum.
bist ah, okay. Ein Schichtstack. Ich bin und stehe gerade in Electrical. Mhm, okay. Und wo sind Toro und Roxen, wo bist du? Aussichtsdeck. Bin, warte. Leute, wir müssen voten, wir müssen voten. Wir müssen voten. Da in der Nähe bin ich. Wer hat nicht gewotet? Ich will noch was sagen. Unter, Roxen hat gesagt, er ist beim Duschraum und über dem Duschraum ist Records. Records. Mann, wer hat denn mich gewotet? Mich regt das jetzt schon auf. Warum kann ich nicht laufen? Hä? Bei mir hat sich das Spiel aufgehangen. Geil. Die müssen da echt noch was machen. Ich glaube, ich muss den Raum verlassen, oder? Hä? Hallo? Ich bin festgefroren. Hallo? Hallo? Das geht's doch jetzt nicht. Ach Mann. Ich glaube, ich muss neu rejoin oder so. Jetzt geht's. Jetzt kann ich mich bewegen. Oder ist das absichtlich auf dieser Map? Weil das ist nur auf dieser Map so. Also ich suche Raphael jetzt. Ganz, ganz klar. Und ich hatte recht, das ist im Tresorraum. Ich will auf jeden Fall Raphael erwischen. So. Ich denke mal, hier oben ist niemand. Ha. Ich habe die Vermutung, wie kann man das schaffen? Wir wenden einfach mal wieder. Hoffen, dass keiner in der Nähe ist. Kill-Cooldown ist gleich unten. Kill-Cooldown ist gleich unten, Leute. Wir könnten es gleich schaffen, jemanden zu killen. Ist mir egal, wer jetzt in meine Nähe kommt. Den ich sehe, der wird gekillt. Auch wenn ich mir Raphael am meisten wünsche. Ja, wir sind jetzt am Deck. Warte mal, wir probieren es mal. Wir spielen auch mit dem Feuer. Wenn da jetzt jemand mich wenden sieht, habe ich ein Problem. Ja, die laufen alle zur... So ist es also. Ja. GG. Ich habe eine Frage. Können wir eventuell mit einem Imposter spielen? Ja, ich glaube, ja, das wird echt. Genial, also die Runde hat wirklich Spaß gemacht. Lel. Ich bin direkt gestorben. Mal wieder. Same. Mhm. So, warte, ich mache nur mit einem Imposter. Und tschüss. Alle gehen. Ich gehe auch. Ja, und dann, wenn wir wieder ein bisschen fortgeschritten sind, dann können wir ja wieder zwei Imposter, aber jetzt am Anfang. Genau. Kann ich auch einmal im Meeting dabei sein? Ich war bis jetzt noch gar nicht im Meeting dabei. Ja, ich bin immer direkt gestorben. So ging es mir immer, wenn ich mit Juju gespielt habe. Ah ja. Aber ich finde die Map wirklich nice. Ich finde sie auch cool. Also jetzt, wo ich mich dran gewöhnt habe, ist sie echt nice. Code Prediction. X-Roxen. Nee. Lol, woher weißt du das? Oha. Yes, Sun. Und wir sind drin, oder? Ah, es klappt schon besser als gestern. Jawohl, bin da. Warum bin ich braun? Ich will nicht braun sein. Ich war schon bei Neonuke gestern, heute braun. Warst du braun? Bei Gartic Phone, ja, du hast mich braun gezeichnet. Link. Und ich glaube, bei einem Imposter, glaube ich, dann ein bisschen den Kill-Cooldown runter, oder? Ja. Guck mich an. Siehst du mich? Ich bin ein Mitarbeiter. Oder so. Ich bin hier der Höchste. Wenn irgendwann unser Chef tot ist, bin ich hier der Chef. Ah, Karotten-Let's Play ist da. Ich bin Roboter-Mafia-Boss. Bist du nicht? Ich bin hier der Chef von allen. Alles klar, Leo. Chef, bin ich hier der Chef. Ich bin von allen der Höchste. Ich bin Sven. Sind bei der Mafia. Aber der Chef ist doch der hier. Oder nicht? Ja, aber guck mal den hier, ihr habt beide die Hüte vom selben Charakter und das geht nicht. Das ist
Der Anführer vom Top-Head-Clan, ne? Ich tat mal. Das geht nicht, du kannst nicht. Du kannst gleichzeitig zwei Charaktere sein. Oh, Leute, ein Imposter. Mann. Aber Imposter. Kann ich einmal nicht in der ersten Runde sterben? Yay, Black Screen. Oh, dann wende ich nicht sowas mit denen. So. Also. Joa. Jetzt sind wir doch mal Crewmate, was ist das? Wer ist das? Hä? Julio. Was muss man hier machen? Eins, zwei. Oder zwei Sekunden? Ach komm, die Tasks machen keinen Spaß. Sind blöd. Ach so, eins, zwei, drei. Ich hab's verstanden. Fünf. Zwei. Ja gut, die Task ist machbar. Warte mal. Sieben? Wir müssen die alle der Reihenfolge nach machen. Ach Gott. Das dauert. Eins. Die zwei war hier. Nee, das war die drei. Ach Gott, das ist ja... Das dauert aber eine Weile, bis man das alles gefunden hat hier. Ha, ist mir alles zu kompliziert gerade. Als Imposter hat es mehr Spaß gemacht. Ja komm, also die Task mag ich nicht. Nee. Ich bin nicht mal die zwei gefunden. Wo war die zwei? Nee, keine Lust. Das Security, kann ich da irgendwas anschauen? Antriebsraum, Tresorraum. Archiv, Security, oh, da ist Large Plant. Hä? Wieso kann ich Security abschauen? Ach, hallo, Karotten-Let's Play. Warum kann ich da mich selbst sehen? Ach, hallo, Leo. Ja, gut. Keine Ahnung, wo die alle sind. Sind vielleicht im Billardzimmer und spielen Darts oder so. Und jetzt sind wir draußen. Interesting. Jo, ich habe keine Ahnung, wo wir hin könnten. Mich hat ja getötet, weil er gesagt hat, wieso. Ja. Yeah. Aber so nicht by the way, dass jemand gestorben ist. Wie, was ist? Ich wollte mal darauf hinweisen, Neo, Nuke und Powerstar waren am Anfang sehr viel zusammen. Mhm. Okay, das war eine lange Runde, weil wir ja nur einen Imposter haben. Mir ist trotzdem so besser, weil wir zwei Imposter haben, ist das 2P. Ja, also am Anfang auf jeden Fall, wo wir alle Noobs sind. Also, ich habe jetzt am Ende im Cargo Room, also ganz rechts, noch Karotte gesehen, glaube ich. Cargo Pay. Die Leiche überhaupt. Ach so, jetzt ich kenne mich auf der Map nicht aus. Das war irgendwo. Wir waren alle bei Security. Wir waren alle bei Security und dann war irgendwie keine Ahnung. Links. Security ist ganz unten. Und ich weiß, dass du nicht zu Electrical umgegangen bist, weil dort wohnen ich und Roxy. Ja, also ich bin von Electrical gekommen, dann in Security gewesen und habe ich euch gesehen und dann... Ja. Dann bist du noch draußen gegangen, hast das mit dem Handy gemacht. Das habe ich noch gesehen, wie du rausgegangen bist mit dem Uploaden übers Handy. Mit dem Internet. Upload habe ich nicht gemacht. Bist du dort rausgegangen?
Ich weiß gar nicht mehr, welche Taste ich gemacht habe. Ich bin gerade so im Verzweifeln bei einer Task. Raphael, warum kopierst du eigentlich meinen Style? Ich kenne mich gut aus. Ich habe fast. Was tue ich? Jede Taste. Na gut, ich habe eigentlich nicht. Du kopierst meinen Style. Ja und? Junge, das ist mein Style. Das ist aber seit nicht auf jemanden da. Ja, doch. Ich finde, Style ist wichtiger als irgendjemand, der tot ist. Ich würde sagen, wir müssen erst einmal skippen, oder? Ja, besser. Ich krieg diese Tresortask nicht hin. Nein. Der Tresortask ist wirklich noch was Licks, also da braucht man das nicht. Wenn man den Tresortask erstmal. Da gewöhnt man sich schon dran, Julian. Das war am Anfang jeder Map wahrscheinlich. Nein, wenn ich in jeder Map. Die ist 50 mal komplizierter als die anderen. Polus war verdammt schwierig für mich am Anfang. Okay. Wenn wir jetzt hier reinmachen. Zack, die Akten da rein. So. Okay, muss ich nicht noch was einsetzen? Hä? Hallo Raphael, hallo. Duschen, mach mal Gruppenduschen. Okay, nee. Wir sind hier nicht in einem Gay-Ding drin. Ach komm, den Witz musste ich bringen, ne? Den musste ich einfach bringen. Bietet sich einfach an. Oh Mann. Ja, die Task. Also zum Wenden habe ich sehr leicht gehabt. Weil dann habe ich genau gewusst, wo ich hin kann. Und hier jetzt verzweifle ich, weil ich nicht weiß, wo ich hin könnte. Wie kann ich denn zum Beispiel rüber? Ah, da ist der Verrat. Ne, der Coward im Tagungsraum. Wo ist der denn? Ich check hier gar nichts mehr. Ich hab grad mit, also Julian und Karotte kamen von links, ich kam von rechts. Und die Leiche lag rechts im Ende. Also, ich war gerade in Security und hab gesehen, dass Carrot beim Tagungsraum war. Irgendwie sowas. Ja, also ich hab mal Karotte in der Nähe von der Leiche gesehen. Und dann bin ich halt rüber zu diesem Steuerungsraum, keine Ahnung, das heißt, wo dieser Admin-Panel ist gegangen. Hab da geschaut und hab gesehen, dass in Cargo Bay ein Punkt war und in der Nähe da war irgendwie eine Leiche. Ich glaube, der Punkt in Cargo Bay war Felix. Ja. Und der wird dann, er hat auch die Leiche gefunden und ich und die Karotten LP waren dabei. Wo genau ist nochmal die Leiche? Ich hab keine Ahnung. Rechts im Engine Room. Da die Leiche. Also ich war sehr oft bei Raphael und deswegen kann ich eigentlich denken, dass er safe ist, irgendwie. Weil so lange Kill-Cooldown kann es nicht sein. Wir waren die ganze Zeit alleine, also er kann es schon mal nicht sein. Es ist ja nur ein Imposter, also. Also Raphael würde ich ausschließen, also schon. Ja, dann skippen wir jetzt erstmal einfach. Die Task. Oh mein Gott, mir fällt gerade auf, wir müssen die Tasks deutlich erhöhen, weil mit einem Imposter, der hat gar keine Chance. Ja. Ich war noch nie so glücklich, diese Task. Ich finde, das ist ganz gut gebalanced, ehrlich gesagt. Hast du nicht die Tasks angeschaut? Ich finde, die Tasks sind schon. Ich finde, so soll es sein, ehrlich gesagt. Die Tasks sind echt cool gemacht, ne? Die fallen mir auch. Ach, also die Tasks sind cool, ja. So.
Warum darf ich mich mal wieder nicht bewegen? Ist es bei euch auch so, dass ihr euch am Anfang nicht bewegen könnt? Wie? Ich bin gesoftlockt, ich kann mich nicht bewegen. Meistens für 10 Sekunden stehe ich nur drum und kann gar nichts machen. Bei mir ist es nicht so, ne? Die hat ja Julio gerade bemerkt, dass ich nur rumstehe. Das ist, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen, was ist los? Was machen wir jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Das ist doch nicht euer Ernst. Among Us, hallo. Beweg dich doch. Ich bin gesoftlockt. Warum geht da wieder nichts? Jetzt geht's wieder. Ich mach mal mit Ton jetzt. Damit es nicht ganz so langweilig für euch ist. Wobei, ich glaube, ihr habt hier genug Unterhaltung. Boah, wo kann man sich denn hinbewegen? Das regt mich so auf. Jetzt ist hier dunkel. Julio ist schon mal... keine Ahnung. Dum, 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 dum. Seid ihr da? Hallo? Anscheinend sind die auch weg. Läuft mal wieder. Discord abgestürzt. Among Us geht nicht. Geil. Darf ich kurz neu starten? Irgendwie chill, wenn rechts, ich so Akku werden. Rechts vom Cockpit ist der Engine Room. Okay. Spiele ich auf Englisch, ich sag's dir. Ich spiele auf Englisch, Junge. Deutsch und auf Englisch. Hey, die Map ist so groß, wir bekommen nicht mal einen Imposter raus. Ne? Ja, aber wir sind noch eh fast fertig mit der Task. Ja, stimmt, stimmt. Aber ich glaube, dann können wir einfach skippen und die Leute. Also, ich bin fertig mit meinem Task. So, seit der ganzen Runde. Ich laufe nur gerade drum. Ich weiß nicht, ob ich fertig bin. Julio, hallo? Warum geht gerade nichts? Sorry, war kurz weg. Achso, ich dachte gerade schon wieder, hat sich bei mir was aufgehängt, aber. Nice, dass mich jemand votet. Ich tue das auch so selber. Komisch, jetzt kann ich mich wieder ganz normal bewegen. Ja, das ist ganz seltsam seit dem Update. Ah, Mann. Carrot, was machst du? Jetzt komme ich nicht mal darüber, ey. Oh. Airship ist schon cool gemacht, aber ich finde seit dem Update ist Among Us nicht mehr so toll. Ich weiß nicht. Ach, jetzt darf ich duschen. Kann ich jemand mit mir duschen?
Ach Mann, warum muss ich diesen Witz ständig bringen? Warum duscht der überhaupt in dem Anzug? Warum duscht der im Raumanzug? Was ist denn das für ein... Nee, das ist doch ganz komisch. Ich würde echt wissen, was das für Wesen da drunter sind. Aber das wird uns nie erzählt. Oh mein Gott, okay, das war WTF. Also, ich habe, okay, das muss ich jetzt erstmal beschreiben. Also, das ist wie gesagt Reactor war. Ich kam beim oben beim Gap Room von links. Ich habe Carrot gesehen am linken Pendel. Also, er wollte den Code eingeben. Das heißt, ich gehe mit dieser Schwebeplattform nach rechts und gebe dort den Code ein. Habe ihn eingegeben, dann sehe ich, dass links der Code immer noch nicht eingegeben ist. Ich gehe zurück mit der schwebenden Plattform und dann liegt dort Carrot tot. Das ist Anlage. Okay. Ich habe nur Bahnhof verstanden. Und eine Sache, was mir aufgefallen ist, dass Raphael plötzlich bei... Ja, ich wollte runtergehen, weil ich über Edmund gesehen habe, dass unten drei Leute sind. Da wollte ich schauen, ob da jetzt ein Kill passiert. Wenn unten drei Leute sind und du der eins und du am weitesten nach oben bist und ich nach rechts gegangen bin, dann könntest du einfach nach oben gegangen sein und ihn umgebracht haben. Ganz einfach. Also ich kann dir sagen, ich stehe gerade bei Lifeline. Wo ist Lifeline? Ganz links. Bei Artplug, oder? Dann kann ich es, glaube ich, sogar bestätigen, weil ich habe Raphael da in der Nähe gesehen. Wo ist die Lifeline nochmal? Unten rechts bei der Art. Also ich könnte natürlich sagen, dass ich Karotten-Let's Play vor seinem Tod noch gesehen habe, aber dann mache ich mich nur sass, ne? Also werde ich das nicht sagen. Kannst du da in der Zeit echt hinkommen? Nee, ich habe ihn aber wirklich gesehen, Daniel. Das so. War nicht lange her. Warte, Raphael hat ja gesagt, drei Leute waren unten. Das waren Roxim, Julian und Powerstar. Wie habt ihr euch dann aufgeteilt? In welche Richtung seid ihr? Alter, kein Plan, wirklich. Ich hab da keine Ahnung. Ich kenne diese Map auch nicht gut. Frage, die kann ich nicht beantworten. Das ist erstmal meine dritte Runde in der Map. Boah, keine Ahnung. Boah, gar keine Bock auf einen Mathe-Test. Was für ein Mathe-Test? Ich weiß halt überhaupt nicht, wie die Events leider aufgebaut sind. Ne? Steht das nicht bei der Karte, die ich habe? Die nutze ich gar nicht mehr. Stimmt, die könnte ich nutzen. Genau. Die ist angehängt. Dann ist aber Boot nur skippen. Ich skippe einfach. Hallo? Ja, okay. Alles gut. Connections an. Wenn Raphael dort gewendet hat, wo ich es gedacht hätte, dann... Der Julio hat mich doch gesehen, Mensch. Ja, ich hab nicht gesehen, wie du dahergerannt bist. Also, das muss ich auch noch dazu sagen. Der hat mich gewotet. Der so ehrenlos hat mich gewotet. Felix. Ich hab geskippt. Ich nicht. Felix. Ich hab geskippt. Felix. Ja. Ja, Julio, dann schick's auf mich. Okay, warum kann ich mich schon wieder nicht bewegen? Ach, Junge. Okay. So. Was ist das für eine Laseranimation, bitteschön? Alter. Krass. Raphael kann das jetzt. Also komm. Was? Was? WTF, Raphael, was ist das? Ich hab dich gerade eben gesehen. Ich hab dich gerade eben gesehen und da war keine Leiche. Ich renne hoch und wortest du und es war keine Menschen. Ich dachte, Roxen ist der Imposter. Kannst du das bitte erklären? Ich stand die ganze Zeit bei Lifeline, hab ich gesehen, dass er tot war. Ja, aber das kann ich. Das riecht mir richtig stark nach Silverport. Warum?
Du, wenn ich hab dich gerade eben vor 5 Sekunden gesehen. Und dann renne ich davor. Das kann sein, weil ich stand die ganze Runde bei Lifeline. Na, ich hab dich bei so Betten gesehen. Keine Ahnung, was das ist. Ja, das ist Lifeline. Nee, da war ich gerade. Ah, ja. Reportst du von einer Leiche? Also hast du ihn gekillt oder was? Wenn ich mir jetzt so auf die Junge, Schicksal. Wo ist überhaupt die Leiche? Den Elektriker hab ich doch gesagt. Mensch, ich kann auch was selber gesagt, du brauchst es noch voll. Nee, nee, warte, bevor ihr votet. Warte, du hast doch selber gesagt, dass du reporten wolltest. Hä, wo hab ich das gesagt? Hä? Ich dachte jetzt, Roxen hätte mich gekillt, aber ich weiß gerade gar nicht mehr. Ganz Anfang, sondern ungefähr nach 20 Sekunden war ich auch in Electrical, hab dort auch Roxen gesehen. Und dann weiß ich nicht mehr, ich bin dann hochgegangen zu Cargo Bay, dann zu Launch, dann zu Records und dann zum Hauptraum. Und dann nach links wollte ich gerade zu dem Dingens gehen, ganz links. Okay. Cockpit? Also, ja, Cockpit. Wo bist du gerade im Moment, Roxen? Ich stehe jetzt gerade vor einem Emergency-Button. Ich wollte gerade einfach mal den Button drücken, einfach so. Ja. Auf Fun, aber... Okay, das heißt, das ist entweder Julian oder entweder Raphael. Ich glaube, es ist Julio. Aber wir skippen jetzt erstmal, wenn wir jetzt falsch voten. Dann... Ha. Ja, dann... Genau, wir haben sie hier geschafft. Ich glaube, die haben eh gewonnen. Ach, Mann. Alter, Julio. Immer einer votet Raphael. Beep, 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 beep. Wir gehen in die Küche, wir kochen was. Jetzt können wir wenigstens die Tasks besser machen. Das ist so komisch alles. Was muss ich denn hier schon wieder machen? Nach dahin packen, wo Empfang ist. Gut. Genau. Guten Empfang, das ist das Wichtigste im Leben, ne? So. Ja, Moment. Düdüm. Erstmal wieder schön mit Raphael. Mir noch Skylet gewünscht, dass er mitspielt, aber ja. Ist dann halt nicht möglich. Aber keine Sorge, Skylet. Ich verstehe dich. Okay. Okay. Felix ist tot. Es ist doch Roxen, oder? Der Imposter. Licht da. Oma. Das Licht fixt. Fix mal eigentlich das Licht. Das habe ich nie gecheckt. Drei Punkte. Einmal links, rechts und oben. Und wer war es jetzt? Felix stand da oben. Also er liegt oben. Okay. Ich stehe gerade von Emergency warten, weil ich check nicht genau, wo genau das ist. Ich war auf K, was ist passiert? Ja, Mann. Die Light fix halt. Deshalb will ich, stehe ich vor dem Button und warte, bis das Licht wieder an ist. Und wollte das nicht. Kann mir jemand gewesen sein, weil die fliegende Plattform war links. Also du hättest da einfach nach links fliegen können. Kann mir kurz jemand eine Zusammenfassung in der Runde geben, weil ich war weg. Ah, da ist ein Button. Ach Mann. Ein Fix. Flieg doch jetzt nicht ernsthaft drauf rein. Wo ist der Fix nochmal? Also, es gibt links, rechts und oben. Und Felix war oben, am oberen Lichtfix-Kasten. Okay. Der ist da, wenn du da jetzt von dem Emergency-Button runtergehst und rechts die Plattform rübergehst. Dann ist er da. Gabroom. Okay, ja, nee. Interessant, okay. Also ich kann mal so sagen, ich bin halt von links rundherum nach, also links außen halt, rauf zu Imagine Button gerannt. Das klingt so falsch. Niemand hat Toilette putzen erledigt, was? Ich weiß gar nichts. Ich war jetzt weg. Wo bist du?
Ich bin AFK, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. AFK? Raphael. Ja, keine Ahnung, wo es mich gespawnt hat, Junge. Toll. Ich war bei. Was? Was hast du links gemacht? Links? Ja, gar nichts links. Mehr. Ich bin einfach nur herumgerannt. Ich habe gerade Zeit den Fix gesucht, weil links hat gerade Zeit den Pfeil angezeigt. Und noch zwei weitere. Und ich bin halt den linken gefolgt. Und ich habe den einfach nicht gefunden. Ich bin einfach zum Airship-Button gegangen. Das Ding ist, da ist ein Wind. Ja, man kann. Okay, wir haben verloren. Mist. GG. GG. Nice. GG. GG, Roxen. Shadow ist in der Warteschlange. Ja, ich bin okay. Rein. Wollen wir jetzt eigentlich doch mit 2 spielen, wenn wir jetzt 10 sind? Ah, okay, ja. Wir haben es bei Nine Light nicht geschafft, einen Imposter zu finden. Wir sind so schlecht. Ganz den Kill, aber den Kill-Cooldown halt auf 60 Sekunden, dann passt das auch. 60 Sekunden. Kill-Cooldown. Aber mit 2 Impostern. Da brauchen wir halt dann noch einen Körper, glaube ich. Hallo, Karot. Yo, Shadow. Hallo, Shadowlad. Hallo. Moin. Hallo, Herr Shadow. Okay, wollen wir 2 Imposter machen? Ja, ja, ich glaube schon. Ja, ja. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir gut genug sind. Ja, ich meine, mit 10 Leuten einen Imposter, das ist halt schon. Wir werden schon. Gut, dann ende das Video erstmal. Ciao.